Ryoyo Kobayashi. Jetzt ist der dran und der hat etwas bessere Verhältnisse. Und das kann ihm jetzt in die Karten spielen. Wie geht sein dritter Sprung? Der Tournee. Sehr gut, sehr gut. Super weit. Zum richtigen Zeitpunkt gestartet und das Beste, aber wirklich das Allerbeste daraus gemacht. 143 Meter, 13 Meter weiter als Karl Geiger. Und dann baut er seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus. Ein Riesenrhythmus vom Schanzentisch. Er hebt ab, ist sehr pünktlich, kommt optimal zum Fliegen. Und da wirkt dieser Flügel, diese flache Skiführung. Hat im unteren Teil dann bessere Windverhältnisse, aber da war er schon so hoch und so großartig unterwegs, weil er auch am Schanzentisch wirklich was hinbringt. Richard Schallert, sein Konditionstrainer aus Österreich, wird sich freuen, wenn er den da runter segeln und sogar einen Telemark machen sieht. Ja, einen Meter unter dem Schanzenrekord. Er hat einfach keine Scheu vor Monsterweiten, auch keine Scheu vor dem Telemark, den da hinzustellen. Was kriegt er denn für Noten? Habe ich noch gar nicht geguckt. 18 sehe ich da, was soll das denn? 18,5, 18,5. Wo haben Sie ihm das abgezogen? Ich weiß es nicht. Aber der Wind, gucken Sie mal, der Wind, plus 1,9.